Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind hier jetzt gerade in Samopesh, haben Ende der letzten Folge hier dem Schmied da einmal berichtet, wegen dem Schwarzen Peter und was das für einer war, wie wir den erledigt haben. Und wir waren auf dem Weg zum Kloster in Sasau und sollten da... Was wollten wir da nochmal machen? Ich habe schon wieder vergessen. Es tut mir wirklich leid. So, ich bin sehr oft sehr verpeilt, sehr vergesslich. Es ist aber halt auch ein Unterschied, so wenn man es auch noch nebenbei aufnimmt und dabei reden muss und so weiter, dann ist man etwas mehr verpeilter, ein bisschen dober. So, ich weiß nicht, kann man das als eine Art, in Anführungszeichen, Berufskrankheit nennen? Auch wenn ich dadurch noch lange kein Geld verdiene, so ist auch nicht mein Ziel, damit Geld zu verdienen. Ich will einfach nur unterhalten und meine verpeilte Spielweise zeigen. So. Gibt es einige Leute, die sich darüber aufregen, so wie ich spiele, so, weil ich auch einfach im Grunde beim Sammeln zum Beispiel auch immer alles mitnehme. So habe ich auch schon den einen oder anderen Kommentar gesehen, so. Kann ich nachvollziehen, so. Ich weiß nur nicht, wie ich darauf antworten soll. Deswegen, sorry, wenn ich da keine Antwort zugegeben habe. So, ich weiß halt nur nicht, wie ich auf sowas antworten soll. Aber ja, ist das halt meine Spielweise irgendwie und ich kann es nachvollziehen, so. Warum nimmt man 30.000 Fackeln mit, die nichts wert sind? So, und ich nehme einfach random alles mit. Warte mal. Nee, ich muss doch in diese Richtung. Bin zu früh abgebogen. Wieder mal. Ja. Geht, nee. Ah. Den Fehler hatte ich schon mal gemacht. Hier so rum. Ich bin aber auch doof. Wir lassen unser Pferdchen mal hier. Der hat sich gerade umgezogen. Mit ihm müssen wir reden, ne? Mit dem Wirt. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Ich suche nach gewissen Leuten. Ich suche nach ein paar Leuten, über die du etwas wissen könntest. Wenn sie hier einkehren, vielleicht. Aber bei einer Gaunerei helfe ich dir nicht. Und gibt es irgendwelche Schurken in der Stadt? Du weißt nicht zufällig etwas von Schurken in der Stadt. Mir kamen schon ein paar Geschichten zu Ohren. Aber ob sie wahr sind, weiß ich nicht. Manche hören sich auch einfach gern selbst reden. Und über wen gibt es die meisten Gerüchte zu hören? Müller Simon. Es heißt, er wäre stinkreich, aber dass das Geld nicht von der Mühle käme. Humbug, die Leute wissen nicht, was eine Mühle einbringen kann. Sonst noch etwas? Ja, der Schinder soll den Leuten böse Blicke zuwerfen. Zum Beispiel denen, die nicht in der Gunst des Vogts stehen. Aber das ist bestimmt nicht das, was du hören wolltest. So, okay. Suche aber nach Pässern. Die Abenteurern. Mir kam zu Ohren, dass ein paar harte Kerle hier Leute anwerben. Haben sie hier gespeist? Oder etwas ausgeheckt? Es gab da ein paar Zänker, die sich hinter der Schenke prügelten. Sie haben so einen Lärm veranstaltet, dass ich mich beschwerte und die Stadtwache sie vertrieben hat. Die habe ich nicht gemeint. Ich suche nach Leuten, die immer wieder Söldner und Halsabschneider anwerben. Davon weiß ich nichts. Alle heiligen Zeiten heuert ein Händler eine Eskorte oder Gehilfen an, aber nichts weiter. Und regelmäßig kommt keiner. Das würde mir auffallen. Okay, wo stecken diese Raufbolde jetzt eigentlich? Weißt du zufällig, wo die Raufbolde stecken, über die du dich beschwert hast? Nicht den blassesten Schimmer. Bin nur froh, dass ich sie los bin. Haben die Pferde in den Ställen verschreckt. Okay, danke dir. Hab Dank, Wirt. Gerne. Kann ich dir etwas zu essen oder trinken anbieten? Ne, alles gut. Was
Mach's gut. Alles gut. Wir müssen aber auch mehr Nebenquests machen. Das müssen wir auch machen. So, ich hoffe nur, dass... ich weiß jetzt nicht, wie endet das Spiel. So, ob wir dann danach, wenn es zu Ende ist, hier noch immer frei rumlaufen können. Oder einfach nach den Credits, so ähnlich wie in Cyberpunk, dass man dann halt einfach irgendwie... Vor der letzten Mission nochmal laden muss und dann ab da irgendwie wieder alles machen kann. Hier sind auf jeden Fall noch einige. Da ist noch ein Ausrufezeichen, da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Hier suchen Leute wieder Hilfe. So, mit wem muss ich reden? Mit ihr? Nee. Was zum... Ach, er. Der Totengräber. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Bist du der Schinder? Bist du der Schinder hier? Ich bin der Totengräber. Und wenn es keine Begräbnisse gibt, kümmere ich mich auch um die Scheiße und Kadaver. Du weißt bestimmt vieles, was andere nicht wissen. Bin anständiger Kerl. Nicht immer ehrlich, aber anständig. Ist hier irgendetwas Verdächtiges im Gange? Ist hier etwas Verdächtiges im Gange? Und wie? Stell dir vor, Kerzen werden aus der Kirche gestohlen. Schamlos. Wer tut denn sowas? Ah. Aber du hast nichts über Leute gehört, die Abenteurer und Banditen anwerben. Wie soll ich sowas hören? Die meisten Leute gehen mir aus dem Weg. Ich gehe auch kaum noch ins Wirtshaus. Okay, danke dir. Danke, ich muss jetzt los. Na gut, aber du bist stets willkommen. Die Leute meiden mich, es sei denn, es geht um den Tod. Oder eine volle Senkgrube. Bis später. Okay, der tut mir ein bisschen leid, so. Allgemein so Leute, die hier, Scheiße tragen oder Totengräber, dass die immer gemieden werden. Da hinten haben wir noch zwei Marker. Oh, ich will eigentlich auch die Nebenaufgaben hier mal machen. Wo muss ich dafür hin eigentlich? Oh. Okay, einer ist im Kloster, dann gehen wir zuerst zum Kloster. Na komm, Jenda. Ja. Ich weiß nicht, der Name Falli gefällt mir irgendwie besser für das Pferd. Ich würde den gerne umbinden. Stimmt, der Thomas war das, ne? Der verdächtig war. Thomas. Ah, du bist's. Weißt du etwas über Pressern, Sasau? Wie geht's? Fühlst du dich besser? Ja, viel besser. Bin echt dankbar. Ein bisschen noch und ich kann zurück in die Wälder und... sehr nett von dir, dass du nach mir siehst. Ehrlich gesagt bin ich nicht nur deshalb gekommen. Was brauchst du? Ein Vögelchen zwitscherte mir, es gäbe Arbeit für harte Kerle, die auf Silber aus sind. Ah, ich glaube, ich kann dir weiterhelfen. Sie gingen einst ins Wirtshaus, treffen sich nun aber in der Kirche. In der Kirche? So ist es. Die ist nachts zugesperrt, aber wenn du ein Licht siehst, steht die Tür offen. Geh rein und sprich ein Gebet oder so, und du wirst schon sehen. Das ist alles? Ich muss mit niemandem sprechen? Zu tun, was ich gesagt habe, genügt. Die nehmen dich in Augenschein und sehen sich an, ob du die Eier dafür hast. Mach dir keine Sorgen. Na gut, danke. Du hast dich um mich gekümmert. Eine Hand wäscht die andere, nicht?
Alles Gute. Ah, bin raus, wo sich die Presse in Sasau treffen. Ich kann einfach nicht. Begib dich zum Treffpunkt der Presse und finde heraus, wo sich ihr Lager befindet. Also die treffen sich immer nachts in der Kirche. Ja. Okay, das kann dann ein Weilchen wahrscheinlich dauern. Ich werde jetzt nicht bis in die Nacht warten. Können wir vielleicht ein paar kleine Nebenquests oder so machen. Wir haben hier wieder zwei Ausrufezeichen. Machen wir erstmal die. Kann ich hier durch, ohne runterzufallen? Ja. Ja. Lass mich raten. Hallo, Spinne. Bist du das, Prokop, oder? Nee? Ja, so der Bauerngehilfe. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Willst du was von mir? Willst du was von mir? Oh ja. Du siehst mir wie eine aus, der schon so einiges erlebt hat und nichts gegen Arbeit einzuwenden hat, die nicht ganz ehrlich ist. Worum geht's? Worum geht's? Ich brauche einen, der weiß, wie man Taschen leert. Gibt natürlich eine Belohnung. Da bist du bei mir richtig. Dann bist du ja genau auf den richtigen gestoßen. Wen soll ich für dich ausrauben? Es gibt da so einen Bauern im Handwerkerhof. Er beliefert das Kloster mit Gemüse und verdient damit ein Vermögen. Hab eine Weile für ihn gearbeitet, aber dann hat er mich rausgeworfen, ohne zu bezahlen. Ich möchte, dass du das Geld stiehlst, das er mir schuldet. Und auch einen Beutel mit einem Amulett vom Kräuterwald. Der ist so abergläubisch wie eine alte Vettel und wird durchdrehen, wenn es weg ist. Klingt ziemlich einfach. So einfach ist es nicht, sonst würde ich's ja selber machen. Der Scheißkerl traut niemandem und schaut ständig über seine Schulter. Wenn du den Beutel und das Silber klaust, kannst du die Groschen behalten. Gott sei mit dir. Okay, Rachegelüste Quest begonnen. So, ist sogar schon aktiv. Okay, haben wir sonst noch irgendwas aktiv? Nö. Ein kleiner Taschendiebstahl. Ja! Ja! Stiehlt dem Bauern das Schutzamulett vom Kräuterwald. Ach, er ist das. Was in Gottes Namen hat er vor? Wir machen das so. Beutel mit Amulett und die Groschen. Ja! Er ist ja nicht umgekommen, er lebt ja noch. So. Nein, das wollte ich. Hier hast du den Beutel des Bauern. Sehr gut, danke. Er wird durchdrehen, wenn er es bemerkt. Und kein Auge mehr wird er zutun, bis er ein neues Amulett hat. Er denkt, dass er es zum Schutz gegen Flöhe und Läuse braucht. Was hast du sonst noch? Ich bin immer auf der Suche nach Arbeit. Was hast du noch? Als ich für den Bauern gearbeitet habe, habe ich mich in seinem Markt verguckt. Nur hat sie einen anderen, einen Tuchhändler. Der beschenkt sie und dagegen komme ich nicht an. Klau den Schal, den sie von ihm hat. Was hast du denn mit dem Schal vor? Ich juble ihn wem anders unter und sage dem Tuchhändler, dass sein Liebherzchen seine Geschenke nicht wertschätzt. Er ist eifersüchtig und wird durchdrehen. Klingt lustig. Das ist zwar nicht nett, aber was juckt mich das? Wie viel ist dir die Sache wert? Keine Sorge. Ich bezahle dich mit Groschen. Gott sei mit dir. So. Ja. Okay, den nächsten bestehlen wir mal. Wie spät haben wir es denn? 10 Uhr. Ja.
Ja. Hier hinten? Ja. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß. Ja. Ja. Perfekt. Oh, toll. Komm, hi. Ja, hier in der Hütte ist sie wahrscheinlich. Wo geht's da rein? Hier. Komme ich denn einfach so? Hallo? Du willst etwas von mir, nicht wahr? Nee, alles gut. Jesus! Was ist das? Hm? Komm jetzt. Das klang wie... Okay, warte mal. Wir müssen, glaube ich, mal unsere Sachen hier ausziehen. Das ist laut. 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 Haben wir noch irgendwas, das laut ist? Jo, die Handschuhe, die sind noch laut. Die haben wir auch noch an. So. Ah! War scheinbar doch nichts. Das, dein Ziel ist entkommen. Mist. Ich habe nichts gestohlen. Mist. Oh, Kopfgeld habe ich jetzt. Wie lange dauert es, bis das weg ist? Wo ist die jetzt hin? Da hinten. Wache! Das ist dein Ding! Wache! Springt er erstmal über. Da ist die Wache. Kann ich mich hier verstecken, bis der Kopfgeld weg ist? Ich weiß jetzt nicht, wo die Wache hin ist. Bitte nicht in diese Richtung abbiegen. Mist. Der ist jetzt aber nicht auf dem Weg zu mir, oder? Okay, der ist weg. Ich versuch's noch einmal.
Kann ich auch? Du willst etwas von mir, nicht wahr? Was willst du hier? Hau ab! Machen wir jetzt so. So, Schal als Bauernmädchen. Taschendiebstahl, neue Spezialisierung. Oh, nice. Okay, Taschendiebstahl. Was machen wir? Guter Riecher. Wenn du Leichen plünderst, findest du mehr Münzen? Nee. Im Schutz der Menge verringert die Chance, entdeckt zu werden, wenn viele Leute in der Nähe sind. Diebischer Blick. Enthüllt sofort einen Gegenstand im Inventar des Opfers deines Taschendiebstahls. Gegenstandsexperte 1. Enthüllt die Werte von der Hälfte der Gegenstände in der Börse des Opfers deines Taschendiebstahls. Ich würde das hier machen. Erstmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht eine gute Wahl war oder eine schlechte. Achso, warte mal. Wir können unsere Sachen wieder anziehen. So. In die Richtung muss ich. Bring den Knecht den Schal des Mädchens. Ist das eine Wache? Nein. Ich habe den Schal. Ich habe den Schal des Mädchens. Hab Dank. Ich leg ihn dem Bauern ins Bett und steck's dann dem Händler. Der macht den Bastard zum Krüppel oder bringt ihn sogar um. An wem willst du dich eigentlich rächen? Am Bauern? Am Mädchen? An allen. Das sind doch alles verfluchte Schweine. Der Tuchhändler auch. Brauchst du sonst noch was? Gibt es noch etwas, das du brauchst? Eine letzte Sache, aber das wird nicht leicht. Meine Rache am Bauern und dieser Schnöpfe habe ich bekommen. Jetzt ist der Tuchhändler dran, der sie mir gestohlen hat. Klau seine Zunderbüchse. Die ist sein ganzer Stolz und er prahlt ständig damit rum. Jeder weiß, dass sie ihm gehört. Sobald du sie hast, stecke ich den ganzen Hof des Bauern in Brand und lass die Büchse dort fallen, damit alle glauben, dass er es war. Was bekomme ich dafür? Was bekomme ich dafür? Ich gebe dir ein paar Stiefel, die ich eben vom Schuster bekommen habe. Bequemere wie die findest du nie wieder. Na komm, ich mach's. Der Racheengel ist dir zu Diensten. Ich lege gleich los. Aber ich will die Stiefel nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob... Also ich glaube nicht, dass die gut sind. Ich hätte lieber die Groschen. Aber wenigstens hat er uns 250 Groschen gegeben, ja? Ich glaube, es ist vielleicht keine gute Idee, da jetzt rüber zu gehen, oder? Da sind jede Menge Waffen. Wir haben nur noch Kopfgeld. Okay, ist nicht wie in Oblivion, man kann hier nicht auf diese Art Akrobatik skillen. Schade. Da sind nochmal zwei Ausrufezeichen. Wer ist da? Hey! Hey, du! Was ist hier los? Ergib dich! Ich? Ja. Ja, halt! Jemand hat dich beim Stehlen erwischt. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Ich könnte das hier versuchen. Da bin ich bei 15, er bei 12. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission.
Und dafür muss ich manchmal das Gesetz beugen. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Nice, das hat geklappt. Okay. Ich feiere das ein bisschen. So, warte mal, wo muss ich hin? Achso, okay. Ist noch in der Stadt. So, was muss ich hier jetzt genau machen? Irgendwas klauen, oder? Wie, das, Okay, das hat geklappt. So, und hier? Muss ich hier... Oder oben? Oder doch unten. Da war jemand. Was hast du hier zu schaffen? Ach, zu ihm. Schneider Amboss. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Reparatur kann er was eben... Ja. Wie viel... Also, die brauche ich nicht. Zu reparieren. Ich habe 2000. Komm ich falsch... Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Ich gehe mal auf 320. Zufrieden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Okay, wenn ich jetzt auf 330 gehe. In Ordnung. Ja, okay. Mist! Irgendwer hat mich gesehen. Körper aufheben. Wer hat mich gesehen? Töten werde ich ihn jetzt nicht, aber Thunderbüchse. Die Groschen hat er jetzt nicht mehr, oder? Schlüssel, Türschlüssel. Warte, ich habe irgendwas Falsches mitgenommen. Bürgerliche Schlappen, die darfst du wieder haben. Kann ich mich gleich nochmal rausreden? Im Dienste vom Herrn von Ratai? Hey! Duda! Halt! Was ist los? Ergib dich! Gott!
Hab ich dich, du Bastard! Was zum Teufel glaubst du, wer du bist? Du hast jemanden verletzt! Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Okay, Das hier kann ich auch nochmal machen. Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist, das wird kein gutes Ende für dich nehmen. Mir blutet das Herz. Hä? Scheiße. Na schön, hier bitte. Also gut. Aber sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Scheiße. Na egal. 150 einfach mal jetzt wieder verloren. So. Was macht eigentlich hier die Dingens? Redekunst. Müssen wir besser werden? Wie verbessern wir Redekunst? Redekunst ermöglicht es, deinen Charakter sich aus brenzligen Situationen herauszureden. Je öfter er sich mit Leuten unterhält und erfolgreich Überzeugungsarbeit leistet, desto redegewandter wird er. Als guter Redner kann er viele Konflikte bereinigen, bevor die Lage eskaliert. Besser feilschen und Feinde aus der Fassung bringen, die er im Kampf nicht besiegen könnte. Du erhältst Redekunst-Spezialisierung bei jeder vierten Stufenerhöhung. So, Charisma, Sichtbarkeit, Auffälligkeit, Geräusche, Geschwindigkeit. Okay, wir müssen auf jeden Fall Redekunst nochmal verbessern. Aber wir sind da auch schon mal bei Stufe 14. Auch. Das ist schon mal ein Fortschritt, ne? Wenn Stufe 20 Maximum ist? Oder hat... Ne, eigentlich ist Stufe 20 Maximum. Gott schütze dich, Heinrich. Auch dich, wer bist du denn? Florian. Habe ich den Schal noch? Nicht den Schal, denn die Zunderbüchse habe ich noch. Okay. Items werden einem hier nicht weggenommen, wenn man Mist baut, wenn man die gestohlen hat. Da hinten ist er. Da! Und ich laufe hier so einen unnötigen Umweg. Hier, die Zunderbüchse des Tuchhändlers. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hier sind die versprochenen Stiefel. Ich hoffe, sie bereiten dir viel Freude. Wie mir meine Rache. Alles Gute. Okay, erhalten, Schlappen. Quest abgeschlossen, Rache gelöst. Naja. Ich hoffe, da sieht man aber auch irgendwie was. Dass da irgendwie was passiert oder so. Okay, mal gucken, was gibt's denn noch so für Quests, die hier waren. Da hinten haben wir noch ein Ausrufezeichen. Ist das für eine Quest? Wie spät haben wir es denn? 13 Uhr erst, also kurz nach 13 Uhr. Hier haben wir noch einen Schmied. Was ein Schmied Fink? Wie läuft's?
Oh, ich brauche einen Waffenschmied für Pribislavitz. Ich brauche in Pribislavitz einen fähigen Waffenschmied, der für meine Männer gute Klingen fertigt. Hast du Interesse? Was, jetzt? Wo ich kurz davor stehe, die mächtigste Waffe aller Zeiten zu schmieden? Das Schwert der Königin von Saba? Nein, nein, das nimmt all meine Zeit in Anspruch. Okay, kannst du Hilfe gebrauchen? Hast du zufällig Arbeit? Tja, wenn ich so drüber nachdenke, es gäbe da eine Sache. Kürzlich kam so ein heiliger Mann vorbei. Er hat behauptet, er käme aus dem Heiligen Land und hat Relikte verkauft, die er auf seinen Reisen gesammelt hat. Verstehe. Jedenfalls habe ich gehört, er hätte Bruchstücke eines Schwertes, das einst der berühmten tschechischen Königin von Saba gehört hat. Aber als er bei mir ankam, war kein einziges mehr übrig. Er hatte nur noch zwielichtige Waren, wie Splitter vom Kreuze Jesu, Dornen seiner Krone. Nichts, was mich interessiert. Und wer hat die Bruchstücke des Schwertes nun? Er hat sie an die Schmiede in der Gegend verkauft. Sie haben sie bloß zu Hause rumliegen als Glücksbringer. Wenn ich alle hätte, würde ich das Schwert zusammensetzen. Kannst du dir vorstellen, welche Macht es hätte? Wenn du mir alle Teile besorgen kannst, werde ich dich reich belohnen. Sicher, dass die Königin von Saba eine tschechische Königin war? Sicher, dass die Königin von Saba Tschechin war? Was soll sie sonst gewesen sein? Sagt dir der Name nichts? Frag einen Pfarrer, sie kommt in der Bibel vor. Aha. Okay, an dieser Sache ist doch was faul. Welche Macht wohnte dem Schwert inne? Welche Macht wohnte dem Schwert inne? Na, welche wohl? Das Schwert brachte seinem Träger Glück und schützte ihn in der Schlacht. Okay, wo finde ich die Bruchstücke? Wo sind die Bruchstücke? Wie gesagt, die Schmiede hier haben sie gekauft. Angeblich hat der Schmied aus Ratai das Größte. Der Bastard wird es vielleicht nicht verkaufen wollen. Aber wenn du es stibitzen könntest... Würdest du mir das Schwert dann verkaufen? So ein Schwert könnte ich gebrauchen. Verkaufst du es dann? Tja, das wird dich was kosten. An die Bruchstücke zu kommen ist eine Sache, aber sie zusammenzusetzen eine ganz andere. Der Pfuscher aus Ratai brächte das nicht fertig. Okay, das kommt komisch vor. An die Sache ist irgendwas faul. Ist es nicht seltsam, dass ein Pilger etwas so Wertvolles bei sich hat? Willst du damit sagen, er lügt? Nun, den Leuten kann man nicht trauen, aber darüber macht man keine Witze. Gott würde ihn von der Erde tilgen, wenn er heilige Relikte verunglimpfen würde. Ja, okay, ich beschaffe die Bruchstücke. Klingt interessant. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ausgezeichnet. Du wirst es nicht bereuen. Ich zahle gut. Okay, Lebe wohl. Nachdem ich das mit dem Schwert gemacht habe, kann ich Waffenschmied Fink nach Pribislavitz holen. Hä? Habe ich wieder Kopfgeld? Wieso habe ich wieder Kopfgeld? Was habe ich jetzt verbrochen? Kannst du mir das einmal sagen? Hier? Wächter? Hey, du! Halt! Was habe ich jetzt verbrochen? Hab ich dich, du Bastard! Was zum Teufel glaubst du, wer du bist? Du hast jemanden verletzt? Hä? So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Habe ich jetzt schon um wieder jemanden? Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Wen habe ich denn jetzt verletzt? Willst du mich verarschen? Weißt du nicht, wer ich bin? Reiß dich am Riemen oder ich mach so viel Ärger, dass du froh bist, wenn du noch Kackeimer ausleeren darfst. Wie du willst, du Trottel. Vor dir habe ich bestimmt keine Angst. Wo habe ich jetzt wen verletzt? Hier hast du das Geld. Also gut. Aber sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Ich verletze den gleich. Okay, mit ihm, mit dem Schmied, das wird ein bisschen länger dauern. Aber wen habe ich jetzt verletzt? Woher kam der Kopfgeld jetzt wieder? Ich mag Sasau nicht. Wie werde ich noch arm? So, aber da hinten haben wir auch nochmal eine Quest. Ach, Florian wieder. Warte mal. Ist die Questreihe jetzt eigentlich aktiv? Vergeltung verrußt?
Jemand schlich im niedergebrannten Skalitz umher und stahl, was noch übrig war. Es könnte nicht schaden, der Sache nachzugehen. Insbesondere, weil es keine schlimme Sünde wäre, jemanden zu berauben, der selbst geraubt hat. Finde den beraubten Mann in Rattei. Schaf im Wolfspelz. Das heißt, verbotene Früchte schmecken am besten. Und dies gilt doppelt für gewildertes Fleisch. Möglicherweise ist das einer der Gründe, warum ich versucht bin, mich einer Gruppe von Wilderern anzuschließen, die sich draußen in Tallenberger Wäldern verbergen. Vielleicht unterwandere ich sie aber auch bloß, um herauszufinden, was sie wirklich vorhaben. Denn mir scheint, sie sind auf mehr aus als nur wild. Dem schwarzen Luke. Das Schwert. So, sammle die 5 Teile vom legendären Schwert und bring sie zum Schwertschmied in Sasau. Wir machen erstmal die andere Quests. Muss ich hier hin? So, der Metzger. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Du hast Arbeit? Ich möchte viel für Priebislav. Brauchst du eine helfende Hand? Brauchst du eine helfende Hand, Fleischermeister? Nein, aber ich habe ein Problem, Nachschub zu kriegen. Ich verstehe, die Straßen sind nicht sicher. Ich verstehe, die Straßen sind nicht mehr sicher. Nein, das habe ich nicht gemeint. Rind und Schwein kriege ich zuhauf, aber die Bürgerlichen haben gehobenere Gelüste. Vielleicht kannst du mir unter die Arme greifen. Ich soll wildern gehen? Heilige Maria, sowas würde ich nie vorschlagen. Nein, du müsstest das Wild auf andere Weise besorgen. Ich will dir ja nicht den Brei verderben, aber Wild wächst nicht auf Bäumen. Nein, aber wenn du zufällig mal in den Wald gehst und über was stolperst, wenn du verstehst, was ich meine. Na schön. Na schön. Dann mache ich mal einen Spaziergang und wenn mir was vor die Füße fällt, bringe ich es zu dir. Sehr schön. Freut mich, dass wir uns verstehen. Bring mir fürs erste Wildschwein, damit ich sehe, ob du was taugst. Und keine Angst, du gehst nicht leer aus. Alles Gute. Gutes Geld für gutes Fleisch. Quest begonnen. Beschaffe Wildschweinfleisch für den Sasauer Metzger. Wäre es dann doch nicht sinnvoller, irgendwie eine andere Quest jetzt vielleicht doch zuerst zu machen? Geh mal zum Schmied. Fischschenkel, Fischtitten und all die Reste. Moin! Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ich suche nach Bruchstücken vom Schwert der Königin von Saba. Ich suche nach den Bruchstücken eines Schwertes, die ein Pilger aus dem Heiligen Land verkauft hat. Hast du davon gehört? Natürlich, natürlich! Und? Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich bin kein Narr. Du vielleicht? Aber wenn der Pilger lügen würde, wäre das eine Sünde. Sei nicht so leichtgläubig. Der Bastard hat das Heilige Land nie gesehen. Außer vielleicht auf einem Fresko. Ja, aber ich suche trotzdem die Teile. Gott sei mit dir. Okay, er hat die wahrscheinlich nicht. So, wo könnten die anderen Teile auch noch sein? Samopesch vielleicht? Tallenberg? Hat Tallenberg eine Schmiede? Uschitze? Ledetschko? Was haben wir hier? Questgeber? Rattei könnte es sein? Wir waren immer noch nicht hier im Süden. Ich will hier mich mal um... Komm, wir reiten mal darunter. Nach Süden. Ich will jetzt wissen, was da unten gibt. Ja. Wenn wir jetzt schon hier sind und eh bis zur Nacht warten müssen, dann will ich auf jeden Fall schon mal da runter. Mal gucken, was es da gibt. Vielleicht ist da noch eine Siedlung oder so, oder ein Lager.
von dem wir noch nichts mitbekommen haben. Also ich zumindest noch nichts mitbekommen habe. Ja! Gefährlich werden hier. Okay, wo kommt man jetzt hier hoch? Gibt's hier eine Straße? Hier ist tatsächlich noch eine Siedlung. Hier. Ja. Und es ging da hinten irgendwie außenrum weiter. Hier. Hier haben wir eine Straße. Ja. Oder auch nicht. Das hier zählt nicht zu Sasau. Was ist das? Ja! Was ist das für eine Siedlung? Ein Dorf? Also Stadt würde ich das für damalige Verhältnisse noch nicht nennen. Obwohl es könnte auch ein Lager sein. Mit der Mauer drumherum. Es ist ein Lager. Ja. Und da unten haben wir eine Straße. Ja. Ja. Okay, wir reiten mal den Weg da runter. Zu der Straße da vorne. Oder hier rum. Jetzt will ich wirklich wissen, was das da ist. Du hast entdeckt Schnellreiseort. Vranik, das ist Vranik? Ja! Wir haben Vranik entdeckt. Was ist denn Vranik? Ein frühmittelalterlicher Burgwall, besiedelt erstmal um das 9. oder 10. Jahrhundert. Die Nordseite der Feste wird von einem zum Fluss verlaufenden Steilhang geschützt. Dieser läuft Richtung Nordosten in einem schmalen, felsigen Landstreifen aus, der sich wiederum zu einer weitläufigen Landzunge verbreitert. Gebildet von einem Mäander des Flusses in der Nähe des Dorfes Schiblam. Die Feste war von einem Wall umgeben, der noch immer sichtbar, aber mittlerweile stark erodiert ist. Und Schiblag ist auch noch ein Dorf hier in der Nähe? Ich will da jetzt mal hin. Ich weiß jetzt nicht, ob wir angegriffen werden oder nicht.
Okay, der Eingang ist überwuchert. Wir waren kurz in... Okay, ich glaube, da können wir nicht rein. Alter, wie ich jetzt am Fliegen war. Okay, ich glaube, nach Branik können wir jetzt nicht rein. Vor allem die Musik deutet darauf hin, dass es irgendwie von Banditen oder so belagert ist. Ja! Ja! Und hier vor ist so ein riesen Platz. Kann das sein, dass hier das Finale stattfinden wird oder eine dicke Schlacht? Ja! Ja! Warte mal. Hier sind die auf uns nicht gut zu sprechen. Hier sind die noch gut. Hier nicht so gut. Hier aber gut. Hier noch gut. Rovna nicht so gut. Scarlet sind die gut auf uns zu sprechen. Rebislawitz. Da haben wir wieder eine neue Quest, sehe ich gerade. Apropos Quest. Wir können auf der Entfernung können wir neue Quests sehen. Hier fehlt uns noch ein Stück. Da ist auch noch ein Quest im Lager. Guck mal, wir Quests entdecken. Neuhof, da fehlt noch was. Hier haben wir wieder eine neue Quest. In Thalmberg haben wir eine Quest? Okay. Ja. Ich will mich hier trotzdem erstmal noch ein bisschen umsehen. Ranika Wälder. Weg. Reiten wir erstmal irgendwie nach Westen. Unfallort. Was ist hier passiert? Alter, die wurde einfach so erdolcht. Hier ist es sehr gefährlich. Da ist nichts unverbaut. Ja. Unfallort. Und die Hühner laufen hier frei rum. Ja. Okay, hier. Ich glaube, hier ist es sehr gefährlich. So weit sind wir jetzt. Ich schau mal, dass wir irgendwie mal Richtung Süden ja. kommen. Können wir die Karte auch zu 100% aufdecken?
Also, dass da keine einzige Wolke mehr zu sehen ist? Jagdgebiet Wildschweine. Haben wir auch jetzt gefunden. Ja. Oh. Wir ritten genau auf einen Wildschwein gegen. Ich kann das Herrschaftsgebiet nicht ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. Jetzt hier kann ich nicht weiter nach Süden? Ja. Nicht. Doch, hier geht's jetzt ein bisschen weiter. Ja. Hier geht. Nee, hier nicht. Ja. Ja. Mann, ich will noch ein bisschen. Ja. Ich will noch ein bisschen dahin. Ja. Jetzt stecke ich hier fest. Ja. 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 Ah, okay. Das hat geklappt. Okay, es ist möglich, die ganzen Wolken hier loszuwerden. Glaube ich. Ist die Frage, wie wir das nur anstellen. Ja. Wollen wir mal eine Folge uns der Erkundung widmen? Also für die komplette Aufdeckung der Karte? Das hier will ich auch auf jeden Fall noch erkunden, gesehen haben. Und wie spät haben wir es? Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge dann erstmal das hier. Und dann gehen wir zurück nach Sasau und begeben uns zum Treffpunkt der Pressa. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Vaxdeus. Und ciao!